Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute schon wieder zurück mit unserem legendären Weihnachtswahnsinn. Und heute in dieser Ausgabe wollen wir uns mal den Verreckern widmen. Aktien, Branchen, Länder, die gar nicht gelaufen sind in diesem Jahr. Ist natürlich erstmal Grund zur Trauer, aber vielleicht gibt es auch die ein oder andere antizyklische Chance. Und das schauen wir uns mal genauer an. Vorab schon mal eine wichtige Anmerkung, also es ist schon ein bisschen schwieriger geworden in diesem Jahr. Im letzten Jahr war es einfacher noch zu sagen, okay, da gibt es noch gewisse Nachzüglerbranchen, die nicht so gut gelaufen sind. Alleine Energie, Banken, Uran, also da war alles ein bisschen einfacher. Das hat jetzt dieses Jahr alles richtig Gas gegeben. Uranium Energy muss man sich zuletzt ja nur mal anschauen, also eigentlich fast das ganze Jahr gut gelaufen. Natürlich sehr volatil, immer wieder heftige Rückschläge, aber da ist schon einiges davon gelaufen und es ist auch wirklich schwer, wenn man jetzt mal schaut, gibt es da so Branchen, die komplett abgesoffen sind? Wir haben schon was gefunden, aber es ist schon jetzt deutlich schwerer geworden als letztes Jahr. Fangen wir mal mit einem Aspekt an, den viele vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben, und zwar ein Verrecker sozusagen, die Volatilität. Das können wir mal einblenden. Zuletzt ist sie jetzt endlich mal wieder ein bisschen nach oben ausgebrochen, aber man muss sagen, die Vola schon, ihr seht es jetzt hier eigentlich Stück für Stück auf dem Rückzug, und jetzt ist natürlich die Frage, kann man darauf auch irgendwie zocken? Kann man da investieren? Man kann, ja. Aber das ist alles ein bisschen kompliziert. Da gibt es dann auch nochmal Produkte, die sind nicht so leicht zu durchschauen. Da kann man sich auch schnell auf die Nase legen. Also man kann es machen, aber es gibt jetzt hier kein konkretes Produkt, keine Empfehlung. Und vor allem ist es auch mal ein bisschen schwierig zu sagen, die Vola war jetzt niedrig. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, die letzten Jahre, das war immer so die Standardaussage der Experten oder vieler Experten gegen Jahresende nach dem Motto, ja, das war jetzt ein ganz ruhiges Jahr, ein ganz gutes Jahr. Also im kommenden Jahr wird es sicher mehr Vola geben. Das ist halt so auch nicht richtig. Das kann natürlich sein, mich würde es jetzt auch nicht überraschen, aber einfach blind zu sagen, die Vola war jetzt niedrig, deswegen wird sie automatisch hoch, das ist Schwachsinn. Ganz wichtig, bevor wir jetzt zu Einzelaktien und ETFs und Branchen kommen, das ist alles sehr heiß und fettig und das sind jetzt antizyklische Geldideen. Da ist vielleicht mal was dabei, wenn ihr sagt, ja okay, mit dem Land kenne ich mich jetzt zum Beispiel gut aus, das ist unterschätzt, oder ich suche jetzt noch was gezielt zum Zocken, dann ist das gut. Das sind aber jetzt keine Empfehlungen nach dem Motto, das ist jetzt gefallen, die Mission Money sagt, das steigt im nächsten Jahr ganz gewiss wieder. Also bitte, das ist alles sehr, sehr heiß und fettig und die meisten Sachen hier mache ich selber auch nicht. Ich werde es nachher noch sagen, was für mich vielleicht in Frage kommt. Also wie gesagt, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen und einfach mal, dass man ein bisschen anderen Blick bekommt und vielleicht auch, wenn nur eine Chance dabei ist, dass man sagt, ja okay, das ist mal ein Risiko wert. Und jetzt kommen wir gleich mal zu den Einzelaktien und da habe ich mich mal umgeschaut. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man jetzt mal die kurzfristige Brille einnimmt, also ein Jahr oder Year to Date. Da gibt es natürlich schon einige Verlierer, aber muss man auch erstmal finden. Schauen wir mal drauf, jüngsten Verlierer, eher Qualitätsaktien. Blenden wir das mal kurz ein. Also Walt Disney hat es zuletzt ordentlich zerlegt. Da bin ich ja investiert, also habe da jetzt nichts geändert, nichts verkauft, habe jetzt auch nicht nachgekauft, einfach laufen lassen, ist für mich nach wie vor eine gute Aktie, gutes Unternehmen, hat natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, aber gut, wer hat das momentan nicht? PayPal hat es auch ordentlich zerlegt, minus 13,3, da habe ich tatsächlich mal überlegt, ob man da reingeht, habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich auf jeden Fall mal sagen, auf die Watchlist genommen. Visa ist jetzt auch nicht gerade bombastisch gelaufen, hält sich jetzt in Grenzen hier, minus 2,6, aber kann man jetzt auch nicht gerade von einem gigantischen Jahr sprechen. Wichtig, year to date, also nicht ein Jahr, sondern quasi Ende Dezember bis 30.11. ist das jetzt ganz, ganz wichtig. Video wurde vor ein paar Tagen schon aufgenommen. Und Activision Blizzard auch, ja, ganz schön schlecht gelaufen. Dieses Jahr fast minus 30%. Jetzt kommen wir mal zu so richtig gefallenen Stars, die hochgeflogen sind, aber jetzt ein bisschen ja, auf die Nase geflogen sind. Schauen wir mal drauf. Pinduoduo hier minus 56%, auch year to date. Fiverr hat es auch zerlegt, minus 16%. Die habe ich ja mal gekauft, dann stark gestiegen, dann verkauft, dann ist es da gefallen, dann bin ich wieder rein. Ich habe jetzt da noch was, habe ein bisschen was schon abgestoßen. Also ich versucht da jetzt noch ins Plus zu kommen, ist für mich jetzt auch eher kurzfristig, also 10 Jahre lang halten will ich die Aktie nicht, also wenn ich da mal wieder satt im Plus bin, glaube ich, werde ich die Aktie verkaufen, halte ich euch auf dem Laufenden. Invitae minus 55,5%, ist natürlich davor extrem gut gelaufen. Da bin ich auch noch investiert, habe auch ein bisschen nachgekauft. Die ganze Branche hat es zerlegt, muss man sagen. CRISPR auch hier minus 45%. Ist natürlich die Frage, ist das jetzt schon antizyklisch, ist das schon günstig? Die Aktien sind natürlich in Sachen Bewertung sowieso absurd.
Ja, weil die kann man gar nicht fair bewerten. Das ist einfach eine Wette auf die Zukunft. Aber sie hat es zuletzt zumindest ordentlich erledigt. Also wer da vielleicht vor einem Jahr investieren wollte und da gesagt hat, ist mir zu teuer, also der kann sich das natürlich jetzt mal genauer anschauen. Ja, wen es auch zerlegt hat, die einzigen Lockdown-Gewinner. Habe ich auch mal zwar rausgesagt, Peloton ist jetzt auch nichts Neues, war zuletzt auch öfter in der Presse, wurde auch ordentlich durch den Kakao gezogen. Ja, ist blöd, wenn man dann rausfindet, dass man eigentlich nur ein Fahrrad hat und dann quasi ein iPad draufgeschnallt hat. Da gab es ja diese Witze, -68%. Ja, wurde sehr gehypt. Ich habe auch schon öfter gehört von Leuten, die sich da auskennen, gutes Unternehmen, aber trotzdem, also das ist eine Aktie, in die würde ich einfach nicht investieren. Da ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Gefühl, Geschmackssache, aber mich überzeugt das einfach nicht. Und ja, die kann von mir aus auch noch weiterfallen, werde ich nicht kaufen. Und Zoom hier auch, ja, aber auch nicht gerade das Beste, ja auch fast -30%. Und jetzt wird es richtig bitter. Die deutschen Verrecker, die habe ich auch mal rausgesucht. Der DAX ist ja jetzt eh nicht gerade der Vorzeigeindex, aber Aktien, die da schlecht gelaufen sind, sind in diesem Jahr auch ja, wieder nicht so gut gelaufen. Schau mal drauf. Fresenius, -12%. Die Aktie hatte ich früher im Depot, habe ich schon vor langer Zeit, ich weiß nicht, war es vor 2 oder vor 3 Jahren, verkauft. Da haben damals auch viele gesagt, oh, Fehler und ist so günstig und die kommt wieder. Ja, bislang noch nicht. Also teuer ist sie nicht, auf den ersten Blick. Denkt man auch, wenn man den Chart sieht, ja, die kann man eigentlich blind kaufen, ist auch ein gutes Geschäftsmodell eigentlich, aber da geht nichts vorwärts. Ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut, die Gewinnschätzungen. Ja, das ist schon dünn, also das soll alles so leicht wachsen, aber das soll es jetzt eigentlich auch schon seit ein paar Jahren. Und die Bewertung ist halt im Moment dann auch relativ fair. Also die Aktie ist jetzt nicht massiv unterbewertet, das muss man einfach fairerweise sagen. Fresenius Medical Care noch viel schlechter, -23%. Henkel, -12%. Und die sind eigentlich alle relativ fair bewertet. Also das sind jetzt nicht unbedingt die besten Schnäppchen, wobei ich mir jetzt auf jeden Fall eher eine Henkel ins Depot legen würde, als jetzt gerade eine Fresenius. Bayer, -8%. Da können wir uns mal das Übel anschauen. Blenden wir mal den Chart ein. Ja, das ist schon relativ grausam, wenn man sich das anschaut seit 5 Jahren. Das ist auch ein stabiler Abwärtstrend. Also Bayer von der Bewertung her vielleicht von diesen Vieren jetzt dann noch am interessantesten. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das so eine krasse Unterbewertung ist, dass die Aktie sich da jetzt in 2 Wochen wieder verdoppeln muss. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da investiert seid, vielleicht schon länger und da jetzt langsam die Geduld verliert oder ob ihr jetzt sagt, ja, ich gehe jetzt da mal rein. Bei Bayer habe ich, glaube ich, auch öfter schon mal in den Kommentaren gelesen, Bayer BASF, da mal eine Chance zu suchen. Also schreibt es doch mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zur bekannten und allseits beliebten Faulbär-Strategie. Die kennt ihr vielleicht auch schon von der Mission Money. Das haben wir, glaube ich, schon vor 4 Jahren oder was zum ersten Mal gebracht. Also schon sehr lange her. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Das ist so die ultimative antizyklische Strategie. Ganz vereinfacht erklärt, man schaut einfach, was ist im letzten Jahr verdammt schlecht gelaufen. Und zwar geht es nicht um Einzelaktien, sondern um Länder, also um Märkte. Und die kann man ja mit ETFs fast alle abbilden. Und dann schaut man eben, was war der schlechteste Markt des Vorjahres. Also man muss es eigentlich immer am Jahresende machen. Deswegen kann man es jetzt noch nicht final sagen. Wir sind noch nicht am Jahresende. Aber wir haben natürlich gleich mal schon 3 heiße Kandidaten. Also man schaut, welcher war der härteste Verrecker und den legt man sich dann für ein Jahr ins Depot und dann hofft man, dass sich dieser Markt erholt. Ist natürlich ganz wichtig, dass bei Ländern ist es natürlich was anderes als jetzt bei einer Einzelaktie. Also wenn jetzt ein Land komplett absäuft, ein Land sperrst du jetzt natürlich nicht über Nacht einfach mal zu. Kann natürlich auch passieren, dass so ein Land komplett absäuft, ist aber relativ unrealistisch und natürlich bei weitem kommt das seltener vor als jetzt bei einer Einzelaktie, als bei Wirecard und Co. Jetzt schauen wir uns mal an, seit 2000, wie das funktioniert hätte. Blenden wir mal ein. Und da seht ihr jetzt quasi immer, was dann im Depot war. Also das war dann quasi die schlechteste Aktie des Vorjahres. Und hier zum Beispiel 2000 war dann Vietnam im Depot. Also 1999 war Vietnam schlecht. 2000 war es dann im Depot. Und das ist sozusagen die Idee, dass man dann immer all-in geht. Also das würde ich euch jetzt nicht empfehlen für die komplette Altersvorsorge. Aber wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ihr könntet euch so ein kleines Zockerdepot machen, dass ihr sagt, ich fange jetzt zum Beispiel mal mit 1000 Euro an. Ich fange, nehme jetzt mal 1000 Euro, die schreibe ich ab und fange jetzt einfach mal dieses Jahr an oder Ende des Jahres, 1. Januar und investiere dann mal in das schlechteste Land, kommen wir gleich dazu. Schau mal, was passiert. Und dann müsstest du theoretisch am Jahresende, wie jetzt im Jahr 2000, Vietnam, würdest du dann verkaufen und dann wärst du in Südkorea gegangen. Das hätte im Jahr 2000 funktioniert, 98%, Südkorea 2001 dann auch. Da sind natürlich dann auch einige Verrecker wieder dabei, zum Beispiel 2008 Irland. Also da braucht man schon gute Nerven und das ist eigentlich wirklich nur zum Zocken geeignet. Aber wie gesagt, als Experiment oder risikoreiche Beimischung kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Und jetzt schau mal drauf, wer in diesem Jahr bisher richtig abgekackt hat. Auf gut Deutsch blenden wir das mal ein. Das ist jetzt in lokaler Währung. Da seht ihr jetzt oben die Gewinner. Die lassen wir mal außen vor. Und unten, das sind jetzt wirklich alle möglichen Indizes weltweit. Das ist jetzt frisch aus Bloomberg raus. Und da seht ihr schon Hang Seng, ja, ganz weit vorne bei den Negativen. Könnte dieses Jahr sozusagen der Faulberg-Gewinner werden, was dann ins Depot wandert. Und auch sehr weit vorne Brasilien. Das waren jetzt die lokalen Währungen. Jetzt schauen wir nochmal auf Euro. Das ist auch ganz interessant, wer da am meisten verloren hat. Da ist auch, blenden wir mal ein, der Hang Seng sehr weit unten. Aber seht ihr hier auch noch BIST und das ist die türkische Börse. Und das könnte natürlich der antizyklische Zock schlechthin werden. Ja, ein ETF auf die Türkei. Also ich weiß nicht, ob man das machen soll. Es ist schon irgendwie reizvoll. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich denke mal drüber nach. Vielleicht wirklich als absoluten Zock, blenden wir das mal ein. Ja, das sieht schon grausam aus. Und ihr wisst ja, Inflationsprobleme und die Lira komplett abgeschmiert. Aber natürlich ist die Türkei jetzt trotzdem kein schlechtes Land und wirtschaftlich jetzt auch nicht komplett am Boden. Also das wäre schon ein Zock. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Wenn ich das machen werde, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sagt, das ist wirklich eine Idee oder ob ihr das komplett bescheuert findet. Und jetzt kommen wir zu Brasilien. Das könnte ja die Faulbär-Option werden. Und da muss ich sagen, bin ich optimistischer. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Aber da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, da mal auch fürs Zockerdepot was reinzulegen. Schauen wir auch mal auf den Chart. Zuletzt ordentlich zurückgekommen. Aber in Brasilien muss man sagen, zuletzt auch wirklich beeindruckend. Das ist ja wirklich Impfhauptstadt der Welt, ist jetzt Sao Paulo. Also die haben das wirklich extrem gut in den Griff bekommen. Vor allem in den großen Städten haben die geimpft. Wie blöd. Und ja, kann man sich jetzt und dann sogar ein Beispiel nehmen. Also bei uns ist jetzt hier Lockdown-Diskussion und harter Winter und in Brasilien haben sie das wirklich ganz gut auf die Reihe bekommen. Wie gesagt, auch zuletzt schlecht gelaufen, also vielleicht auch eine Idee fürs Zockerdepot. Ja, und wie gesagt, das Thema Hang Seng oder generell auch natürlich China sicherlich auch eine Idee, haben viele ja schon vor Monaten auch gemacht mit Alibaba und Co. Bislang noch nicht so ganz aufgegangen, aber sicherlich auch was, wenn man antizyklisch investieren will. Jetzt kommen wir auch noch zu dem Thema Gold. Ist jetzt auch nicht so gut gelaufen und einen ETF habe ich da mal rausgesucht, der ist auch wirklich bei den schlechteren in diesem Jahr und zwar von VanEck, dieser Vectors Junior Gold Miners, können wir auch mal drauf schauen. Also für alle Goldfans vielleicht auch eine antizyklische Chance. Und jetzt noch zum Abschluss zwei exotische Sachen und zwar einmal Diamanten. Das ist ja auch so ein kleiner Zock von mir, das werde ich einfach durchziehen halten. Also wie gesagt, das ist eine Mini-Position in meinem Depot, Lucara Diamond. Schauen wir mal drauf auf den Chart. Ja, das sieht immer noch grausam aus. Hat dieses Jahr schon mal ordentlich nach oben gezuckt, jetzt wieder ein bisschen auf dem Rückwärtsmarsch, aber sicherlich auch nicht gerade zu gut gelaufen. Und dann noch eine Branche, die natürlich immer wieder genannt wird, also ich werde da immer noch nicht so wirklich warm damit. Das Thema Cannabis, ja, ganz heiße Sache. Aber natürlich als antizyklische Geldidee sicherlich auch eine Option. Da gibt es auch sicherlich Leute, die kennen sich da besser aus als ich jetzt. Also ich werde es nicht machen. Schauen wir auf Tilray als Beispiel. Aber das gilt quasi für die meisten Cannabis-Aktien. Auch die Fonds, die es dann gibt. Also ist in diesem Jahr ganz schön angesprungen, aber ist dann auch wieder komplett abgesoffen. Also quasi genauso weit wie vor einem Jahr. Aber natürlich, wie gesagt, wir sind ja heute bei den antizyklischen Geldideen. Und da ist Cannabis sicherlich auch eine Überlegung wert. So Leute, das war heute mal ein anderes Programm. Also wie gesagt, wir wollten uns ja mal mit den Verreckern beschäftigen und da waren einige dabei. Jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, was für euch da in Frage kommt. Da bin ich sehr gespannt, wo ihr sagt, ja, war viel dabei, was ich niemals machen würde, aber das finde ich eine spannende Idee. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und morgen geht es natürlich schon weiter mit dem Weihnachtswahnsinn. Ciao, Servus, wir sehen uns morgen.